Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine besondere Weihnachtskarte. Ihr seht gleich, was da so besonders ist. Und zeige euch jetzt vorher erstmal so das Design an sich. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Hier haben wir einen schönen Spruch, ein bisschen 3D-mäßig aufgeklebt. Und das Besondere ist, dass man die Karte hier rauszieht. Und ihr seht schon hier im Hintergrund, also wenn ihr da mal ein bisschen zuguckt, da verändert sich der Hintergrund. Nämlich im Hintergrund hier, hinter dem Sternchen, ist noch ein Pergamentpapier aufgeklebt, sozusagen. Also man hat hier so eine Ziehkarte und so eine schöne Hülle gleich außenrum. Und die eigentliche Karte ist dann die hier. Die ist ganz einfach gestaltet, hat man hier noch viel Platz zum Sprüche unterkriegen und ja, hat viel gestempelt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Und das Coole ist eben, finde ich, dieses Pergament da im Hintergrund. Das sieht schon toll aus. Okay. Ich zeige euch einfach mal, was ihr dafür alles braucht. Ich habe einfach einmal... ich habe jetzt gefunden, wie es heißt. Ich habe mir jetzt immer überlegt, ob das Gold ist oder Messing. Also das ist ein Messingpapier. Ich habe einfach eine Messingfolie oder Goldfolie oder was ihr halt für eine Folie habt, das nehmt ihr. Habe ich ein Stück. Dann habe ich ein Stück. Ich halte es euch mal so rein mit den Bestellnummern. Einmal ein Stück Pergamentpapier, ein Stück Farngrün, ein Stück Grundweiß. Könnt auch extra stark nehmen, je nachdem, was ihr habt und was ihr lieber wollt. Ein Designerpapier. Ich benutze jetzt das Designerpapier mit dieser Bestellnummer. Das nennt sich Malerische Weihnacht. Habe ich euch in meinem Auspackvideo gezeigt, sage ich mal hier oben. Und ich habe die erste Karte mit diesem... Wo ist das? Also ich nehme jetzt dieses Papier als Design. Das fand ich jetzt ganz cool. Ich fand auch dieses unglaublich schön. Das kann ich mir auch total super vorstellen. Und die erste Karte war mit diesem Design, also auch eher ein bisschen dezent gehalten mit so Blätter. Also ist alles aus dieser Reihe. Und außerdem braucht ihr noch einen Farbkarton in Celadon, so ein kleines Reststück. Ich zeige euch das mal, ich lege mal alles hin. Also wie gesagt, das Pergamentpapier haben wir einmal. Da braucht ihr das Maß 13,5 x 10 cm. Reste in Celadon und Farngrün. Ein Designerpapier, da habe ich jetzt das Maß 28 cm mal 10,5 cm. Gefalzt bei 14 cm, dann habt ihr einfach so eine Klappkarte. Und ein Stück in Grundweiß, einmal ein kleines Reststück für den Spruch nachher und eins für die Karte, das hat jetzt mal 26 mal 9 cm und ist gefalzt bei 13 cm. Also einfach die lange Seite, 26 cm falzen bei 13 cm, dann habt ihr nochmal so eine Klappkarte. Das ist dann die Karte innen rein. Dann habe ich ein Reststück in diesem Messingpapier oder Gold oder Kupfer, egal was ihr habt, was euch gefällt für den Stern, das nehmt ihr. Wie gesagt, ein Stück Celadon, da habe ich schon mal ausgestanzt, zwei von diesen Bögen, ein Reststück Grundweiß und minimal was von Farngrün für dieses Teil hier. Also das ist halt für die Deko, genau. Aber ja, das habe ich schon ein bisschen hergerichtet, aber wir stanzen natürlich auch gleich zusammen. Also keine Angst, ihr seht dann gleich, wie das funktioniert. Okay, los geht's. Ich würde sagen, wir fangen an mit Stempeln und zwar nehme ich mir einfach mein Reststück in Grundweiß. Und als Stempelset benutze ich heute das Stempelset Weihnachtliche Zierde. Das hat diese Bestellnummer. Ich habe es leider immer noch nicht beschriftet. Dazu gibt es passende Stanzformen, die benutzen wir heute auch. Die Stanzformen alleine haben diese Bestellnummer. Und als Kombi im Paket mit 10% Preisnachlass, wenn man es zusammenkauft, gegenüber dem Einzelkauf, blende ich euch die Bestellnummer gleich noch ein. Und die Stanzformen heißen Weihnachtszierde und die braucht man wie gesagt auch. Und weil wir schon dabei sind, die letzten Stanzformen, die ich auch noch verwende, sind die gewellten Konturen. Die haben diese Bestellnummer. Dann nehme ich mir nämlich dieses kleine Etikett raus. Das sind ja ganz viele Etiketten. Und dieses kleine mit den Punkten, das kleinste, das es gibt, das finde ich perfekt für meinen Spruch. Genau, los geht's. Also Stempeln. Aus dem Stempelset nehme ich eigentlich ziemlich viel. Also alles, was wir stempeln, kommt heute aus diesem Stempelset. Einmal wunderschöne Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Das nehme ich jetzt gleich als erstes. Und dann habe ich so diese Deko-Elemente, also den Stern, den großen Stern, diesen Zweig, diesen Dreierzweig, vielleicht den Zweierzweig. Und das Grüße von der ganzen Familie verwende ich da draus. Ich finde die Strümpfe auch total süß. Könnt mir die Karte auch super mit Strumpf vorstellen.
Aber da gibt es leider keinen so einen Innenstrumpf, so eine Verzierung. Das wäre auch süß, dass man vorne den Strumpf drauf macht. Genau, also das könntet ihr auch machen. Aber wie gesagt, da wäre es halt schön, wenn man so ein Deko-Element für innen rein, wie jetzt hier bei dem Stern noch hätte. Genau. Und das Ganze mache ich jetzt in der Farbe Celadon. Mit dieser Farbe stemple ich jetzt diese Nummer. Und erstmal den Spruch. Ich glaube, wir stempeln jetzt auch gleich alles, wenn wir schon beim Stempeln sind. Also einmal den Spruch. Und diese Karte, die ihr gesehen habt, also die hier innen drinnen ist, die ist ja auch sehr bestempelt. Und das machen wir jetzt auch gleich. Wir fangen einfach mit viel Gestempel an. Dazu nutze ich noch die Farben Safrangelb und Farngrün. Und dann habt ihr jetzt alles, was man braucht, gesehen. Und ein Schmierpapier wäre noch ganz gut. Das lege ich mir noch unten herein. So. Also dann nehme ich jetzt mein grundweißes Papier, das das Maß 26x9 cm hat und bei 13 cm gefalzt ist. Und da stempel ich jetzt wirklich ganz wild drauf los. Also ich nehme jetzt mir zuerst mal diesen grünen. Jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. Jetzt nehme ich mir zuerst mal diesen großen Stern. Mit dem fange ich jetzt mal an. Und den setze ich mir einfach so ein bisschen an der Seite rein. Hier ganz leicht nur. Und da oben wieder ein bisschen mehr. Und das Einzige, worauf ich jetzt achte, ist, dass ich hier ungefähr in der Mitte vom Papier nichts hinstempel, weil das nachher gesehen wird, wenn man die Karte rauszieht. Das ist ja quasi dieser Rauszieh. Das Rausziehelement. Und da mache ich nichts hin, ansonsten stempel ich alles voll. Also wir könnten hier unten auch noch ein bisschen einen Stern hinsetzen. So. Und dann nehme ich mir diesen Dreierzweig, den mache ich wieder in Celadon. Und gehe mir da immer so ein bisschen von der Seite mehr und weniger rein. Also das muss jetzt auch nicht ganz. Ich fülle mir einfach so die Ränder auf. Den anderen Zweig mache ich in Farngrün, da könnt ihr auch gerne mal den zweiten Abdruck nehmen. Jetzt gerade hier mein erster ist sehr satt. Ich habe die Farbe erst aufgefüllt. Also mal den ersten, mal den zweiten nehmen. Vielleicht hier noch einen zweiten hin. Und so gehe ich mir einfach eigentlich um meine komplette Karte rum. Dann habe ich noch den kleinen Stern. Den mache ich auch in Grün tatsächlich. Grüner Stern. Warum nicht? Wer möchte, könnte theoretisch auch hier vorne noch was in den Hintergrund stempeln. Aber das sieht man halt dann nachher, wenn der Stern da ist. Also dieser Stern ist jetzt schon sehr weit drinnen. Ich hoffe, dass man den nicht sieht. Ich wollte jetzt nicht, dass man da was durchsieht. Dass ihr so diesen Bereich ein bisschen freilasst. Und dann habe ich noch diesen Zweier. Den mache ich nochmal in Celadon. Naja, das sind jetzt zwei gleiche in der gleichen Farbe. Aber das passt schon so. Genau, also so stempel ich mir das jetzt außenrum. Und dann habe ich vorne drauf noch den Spruch, Grüße von der ganzen Familie. Das mache ich jetzt auch wieder in Farngrün. Hier so nach rechts unten. Also so sieht meine Vorderseite aus. Und so mache ich jetzt innen auch weiter, dass ich einfach hier innen die Innenseite so außenrum bestempel. Und meine Rückseite mache ich auch so. Und hier muss man jetzt nirgendwo mehr darauf achten, dass man irgendwas freilässt. Auf der Rückseite könnte man darauf achten, dass man diesen Bereich frei lässt, aber das muss man nicht unbedingt. Das macht ihr einfach, wie es euch gefällt. Also meine Karte sieht jetzt so aus, von vorne, innen und von hinten. Also ziemlich viel gestempelt. Genau, also ich nehme jetzt als erstes mal meine Grundkarte. Die hatte das Maß 28 cm x 10,5 und ist gefalzt bei 14 cm. Und dieses, also ich klappe mir die jetzt auseinander. Seht ihr, ich habe jetzt dieses ganze Maß. Auf die Vorderseite möchte ich ja meinen Stern haben. Und den stanze ich mir jetzt das allererstes Mal hier aus mit dem großen Stern aus diesen Stanzformen
Und danach benutze ich gleich mal noch diesen Innenstern. Und diese Zweige, diesen Zweig und diesen Zweig habe ich mir schon ausgestanzt. Also das habt ihr am Anfang gleich gesehen. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber das könntet ihr gleich mitmachen, wenn ihr an diesem Schritt seid. Und so mache ich das jetzt als erstes. Also ich gucke, dass ich da in der Mitte bin ungefähr. Und ja, wie ihr den Stern positioniert, das ist einfach eure Geschmackssache. Aber ich gucke ungefähr, dass ich in der Mitte bin. Nach rechts und nach links und nach oben und nach unten. Und kurbel mir den jetzt einfach einmal durch. Und habe jetzt hier schon mal meine Grundkarte, also mein Sternelement, soweit fertig. Dann nehme ich mir meinen Spruch. Den stanze ich mir aus mit diesem Etikett, das ich euch auch schon gezeigt habe. Oh, ich glaube, ich habe den weit unten hingestempelt. Mal gucken, dass ich das ganz drauf kriege. Ja, so geht das. Und dann mache ich noch meinen Stern. Hier noch einen kleinen Tipp: auf meine Metallicfolie habe ich mir unten rein diese Klebefolie geklebt. Die kann ich euch auch verlinken, weil wir dann nachher den Stern einfach aufkleben können. Und das ist so praktisch, wenn da die Folie schon dran ist. Und den kuppel ich mir auch nochmal. Den kuppel ich mir vielleicht sogar zwei, dreimal durch. Genau, dass der sich dann schön löst, wenn der die Folie noch unten dran hat. So, dann haben wir noch den Stern. Wie gesagt, die Blätter haben wir schon. Dann haben wir eigentlich alle Formen, die wir brauchen. Und die Stanzmaschine kann wieder weg. Diese Klebeteile, die lösen sich dann ein bisschen schwer raus aus den Stanzformen. Müssen wir mal gucken, aber zur Not können wir uns die nachher noch einzeln rauspieksen. Wenn da der Kleber immer unten dran hebt. Genau. Und hier, da hat sich super rausgelöst. Da sind ja diese Löchlein. Perfekt. Diese ganzen Stanzformen haben wir jetzt und dann schnappen wir uns mal unser Pergamentpapier und unsere Grundkarte. Und dazu werde ich es jetzt so machen, dass ich mir zuerst mein Pergamentpapier hier aufklebe, also innen rein, und dann meinen Stern vorne drauf setze. Genau, also das Pergamentpapier lege ich mir schön mittig ein und schnapp mir mal hier mein Abreißklebeband. Und klebe mir das einfach so ein bisschen fest. Wo machen wir es? Am besten rechts und links, weil da ist auf jeden Fall kein Sternausschnitt. Und dann auf der Rückseite klebe ich es dann auch nochmal richtig fest. Also das ist jetzt nur zur Fixierung von vorne. Machen wir unten auch noch ein bisschen was hin. Aber sehr stark an den Rand, dass ich ja halt nirgendwo diese Sternaussparung, dass sich das nirgendwo überschneidet. Und hier oben auch noch, damit es schön hebt und nicht so. Ihr könnt es natürlich auch hier hinkleben, also das ist ja ganz klar. Ihr könnt es auch mit Flüssigkleber machen. Ich hoffe, ich bin noch im Bild, ja. Dass halt einfach der Stern schön umrandet ist. Ihr könnt es auch kleiner schneiden, das muss gar nicht so groß sein. Aber ich fand es jetzt so groß ganz praktisch, weil man dann nachher nicht irgendwo so Kanten hat, wo man sich noch verhackeln kann mit der Innenkarte. Jetzt mache ich mir diese Trägerfolie ab. So, lege mir das nochmal schön mittig hin und klappe mir dann die Karte einmal zu. Jetzt hat sich natürlich alles verschoben, war ja klar. Aber es ist jetzt, ich habe jetzt so viel Platz, also das ist jetzt wirklich eigentlich nicht wichtig. Aber so haben wir dieses Pergamentpapier da schon schön drauf gemacht, seht ihr? Und da kann ich mir jetzt super meinen Stern draufkleben. Da geht das meiste jetzt schon weg und diese anderen kleinen Teile, die noch drin sind, die kann ich mir ganz gut rauspuppeln noch. Könnt auch ein paar zum Beispiel drin lassen, das wäre auch ein schöner Effekt, das sieht ja auch gut aus, das ist ja ein schönes Papier. Und das klebe ich mir jetzt hier noch schön innen rein.
Und dann haben wir hier diesen wunderschönen Stern. Es gibt ja so eine Technik, ich glaube, die heißt Glasfenstertechnik oder so. Und wenn man möchte, dass dieser Stern, wenn die Grundkarte drinnen ist, also dieser weiße Hintergrund, wenn man möchte, dass das noch ein bisschen bunter oder farbiger ist, könnte man an dieser Stelle anfangen, diese Karte zu kolorieren. Und zwar mit Stampin' Blend, mit Stampin' Write Markern einfach. Kann man sich das hier aufmachen und könnte sich hier die verschiedenen Elemente einfach mit dem Stift hier kolorieren. Und dann könnte man das erstmal sehr gut trocknen lassen. Deswegen mache ich es jetzt nicht, weil ich jetzt, das müsste ich sonst so lange trocknen lassen. Aber dann hätte man die Möglichkeit, dass man diese Optik mit Farbe hier hinterlegt und dass das dann über das Weiß noch so ein bisschen schimmert. Also wenn euch das zu schlicht ist mit dem Stern, ich finde es gerade sehr edel und mir gefällt es sehr gut, dass man eben da so einen weißen Stern hat, aber wer lieber mehr Farbe drin hätte, könnte das machen, dass er das jetzt noch koloriert. Wie gesagt, da müsstet ihr jetzt kolorieren, weil ihr die Karte jetzt noch aufmachen könnt. Und dann das aber wirklich gut trocknen lassen, bevor ihr das Ganze weitermacht. Und deswegen mache ich es an dieser Stelle nicht, weil ich es eben jetzt nicht so lang trocknen lassen kann. Ich habe jetzt keine zweite Variante vorbereitet. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach, wie das weitergeht mit der Karte ohne Koloration, weil ich es auch so schlicht eben schön finde. Genau, da mache ich es jetzt einfach so, dass ich mir die Karte noch zusammenklebe. Und zwar könnt ihr das entweder mit einem Abreißklebeband jetzt auch machen. Ich habe hier einfach noch so ein ganz dünnes Klebeband mit 3 mm. Das andere ist mir immer ein bisschen zu dick für so Einschubkarten. Und das klebe ich mir einfach hier einmal unten und einmal oben hin. Und das Gute ist, wenn ihr das mit so einem Klebeband macht, dann habt ihr nochmal einen Abschluss über diesem Pergamentpapier und dann könnt ihr ganz sicher sein, dass da nichts mehr sich irgendwie verhakeln kann oder so. Deswegen mache ich das immer ganz gern mit so einem Band. Also einfach nur oben und unten den Klebestreifen hinmachen. Diese Schutzfolie einfach entfernen. Und na, wenn ihr den mocht, morgen immer nicht weg. Jetzt. Und dann die Karte einfach einmal zuklappen. Ich habe noch minimale Ränder. Habe ich nicht so ordentlich geschnitten anscheinend. Die kann man aber jetzt nachträglich noch ganz gut wegmachen. Bisschen schummeln. Genau, und dann habe ich jetzt hier schon meine Einschubkarte. Und was ich jetzt hier noch mache, ich schnappe mir einfach irgendeine Kreisstanze. Ich habe jetzt hier die 1-Inch-Kreisstanze und mache mir hier einfach in der Mitte so mit Augenmaß noch so eine Eingrifftasche rein. Die mache ich also komplett durch, beide Schichten, und habe dann hier dieses Fach für meine Grundkarte. Und die Grundkarte ist ja im Prinzip schon fertig. Die können wir gleich mal reinmachen. Und dann haben wir nur noch ein bisschen Deko. Übrigens, also es schaut hier schon sehr cool aus mit diesem Rot im Hintergrund, wenn die Karte draußen ist. Man hat auch den Effekt dadurch auch ganz gut erzielt. Und hier mit Weiß. Ich finde, das macht sich schon gut. Das ist schon schön, wenn man da zwei Farben hat. Okay, und dann kommt noch unsere ganze Deko zustande. Ich schnappe mir jetzt einfach meinen Spruch und meinen Papierfalter und falte mir den hier so ein bisschen wellig. Also ich möchte, dass der so aussieht, der Spruch. So wellig. Ich hoffe, ihr seht das gut. Dann habe ich noch so ein Reststück von diesem gepunkteten Tüllband. Ich habe immer so eine Restekiste mit lauter Resten von Bändern. Und da ist sowas ganz gut, weil ihr braucht nur ein kleines Stückchen. Und das lege ich mir so übereinander. Das möchte ich so im Hintergrund machen. Das klebe ich mir einfach mit Klebepunkten noch so ein bisschen zusammen. Und aufeinander und ineinander rein. Das kommt so in den Hintergrund. Mache mir das so ein bisschen nach. Da, ich hoffe, ihr seht, es ist jetzt wirklich ganz schön klein. Ich gehe noch ein bisschen näher hin. Ein bisschen mehr raus. So. Also einfach mit Klebepunkten da so ein bisschen ankleben, damit es schön hält. Dann habe ich ja noch meine Zweige, die ich da so drüber machen möchte. Die mache ich aber am Schluss. Erst mache ich noch das Etikett. Und das mache ich mit Dimensionals. Und das mache ich einfach so, dass ich auf der einen Seite zwei nehme, also unter dieser hohen Wölbung klebe ich mir einfach zwei aufeinander. Und bei dieser niedrigeren Wölbung, dann nehme ich nur eins. Und so habe ich diesen tollen Abstand.
und die Wölbung trotzdem noch. Und dann mache ich mir hier noch diese Zweige im Hintergrund, den muss ich noch ein bisschen kürzen. Die klebe ich auch einfach mit so einem Klebepunkt an. Wie gesagt, in Farngrün und in Celadon. Genau so. Also das, ich finde das ganz schön, weil das bewusst eigentlich so ein bisschen schlichtes Design hat, von der ganzen Karte aus her. Noch einen rein. Und dann habe ich mir noch ein Schleifchen gemacht, einfach aus so einem ganz dünnen goldenen Band. Oh, und ich habe was Wichtiges vergessen. Das Schleifchen mache ich hier so hin. Und bei diesem Band, das kann ich mir so ein bisschen aufzwirbeln. Das hat dann so ein... was das so Fäden macht. Das ist übrigens aus dem Dekoband Ewiges Grün, wenn ihr das noch habt. Und das gepunktete Tüllband war dieses hier. Ich glaube, es ist beides nicht mehr im Sortiment. Aber vielleicht habt ihr noch was daheim. Und was ich eben noch machen wollte und was ich eigentlich wirklich wichtig finde, ist, wenn ihr noch irgendwie so ein Golddraht habt oder eben dieses Band, dasselbe wie ich diese Schleife gebunden habe, könntet ihr euch das noch ein paar Mal um die Finger wickeln und noch so ein bisschen so ein, ihr kennt es ja von mir, ich kann es manchmal einfach nicht lassen. Ich habe mich ja schon sehr zusammengerissen, aber hin und wieder muss es sein bei so schlichten Karten. Ich liebe das einfach, dass ich mir da noch so ein Bogen mache sozusagen im Hintergrund. Den wollte ich nur vorher schon aufkleben eigentlich. Mal gucken, ob das jetzt gut klappt. Den klebe ich mir auf, so ein paar Mini-Klebepunkte. Und versuche mir den jetzt mit der Pinzette noch da im Hintergrund zum Zaubern. Könnte aber noch klappen. Am besten auch unter das Grün. Meine Güte, hätte ich es doch vorher gemacht. Ja, das können wir am besten ganz am Anfang machen, dieses Kreisrunde. Aber ansonsten sieht es schon mal sehr süß aus. Ich habe hier ein bisschen den Kleber jetzt hochgenommen. Ich baue mir da jetzt noch ein Dimensional unten rein. Wie gesagt, wenn ihr das gleich als erstes setzt, ich habe es jetzt leider vergessen, aber dann passiert euch das nicht. Ich setze mir da jetzt einfach noch mal eins drunter. Ja, so sieht es schön aus. Und was ich jetzt noch habe, sind noch ein paar Glitzis. Die Champagnersteine nehme ich jetzt da. Das sind diese hier. Die finde ich passend vom Farbton ganz cool. Und die setze ich mir jetzt noch 2, 3 auf. Vielleicht hier oben hin, weil die Karte ist ja doch ein bisschen schlichter, aber ich finde es gerade, das macht es aus. Ich finde es total schön so. 3 Stück und schon haben wir eine wirklich tolle, elegante Karte, finde ich, also echt schön. Und hier mit diesem Schiebeeffekt und dass sich das Fenster dann so verändert. Ich finde, es macht sich schon gut. Seht ihr das jetzt? Diese ganze Deko ist schon ein bisschen fülliger, aber das kann man super machen auf so einer schlichten Karte. Und hier innen natürlich auch ein bisschen mehr gestempelt als sonst, aber... Also ich finde, ich mag die Karte total gern. Ich finde die echt toll. Die ist was Besonderes. Irgendwie hat die was. Oh, mein Schleifchen ist hier ein bisschen vertüdelt. Na, das dürft ihr euch jetzt nicht, müsst ihr euch wegdenken. Genau, also hier nochmal die andere Variante. Mit diesem Fenster ist einfach cool, oder? Und ich finde es gerade schön, dass dieses Papier so schlicht ist und so schlicht gehalten ist auch einfach. Ja, ihr Lieben, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Noch eine Sache, wenn ihr so eine Karte habt und so ein kleines Geschenk oder ein kleines Geldgeschenk, kann ich euch hier oben auch noch in der Ecke ein Video verlinken, wie ihr so eine kleine süße Kissenbox, so eine Kissenschachtel ganz einfach basteln könnt. Da habe ich euch ganz viele Ideen gezeigt dazu. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das gerne anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, kreativiert was Neues. Ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!